In diesem Video verrate ich meine 10 persönlichen Tipps, die sich grundsätzlich positiv auf ein Design auswirken. Nummer 1, Reduktion. Alles, was nicht wirklich nötig ist, entfernen. Und sobald man an dem Punkt angelangt ist, wo man nichts mehr weglassen kann, hat man ein klares Layout und dann kann man auch an ein paar Einzelheiten und Feinheiten und Details arbeiten. Aber grundsätzlich gilt, je weniger, desto besser. Überflüssiges Weglassen, das lenkt nur ab. Beim Logo-Design ist es wichtig, dass man das Logo auch in Schwarz-Weiß testet und in großer Größe und in kleiner Größe testet. Und am besten auf einem Bildschirm und auch in ausgedruckter Form. Nummer 3, das Raster. Jedem guten Design liegt ein gutes Raster zugrunde. An einem Raster kann man alle möglichen Designelemente, Bilder, Texte und so weiter anordnen. Es ist auch hilfreich, wenn man ein Raster flexibel gestaltet. Wenn ich Magazin-Layouts mache zum Beispiel, schaue ich immer, dass ich ein 12-spaltiges Raster im Magazin habe, weil dann kann ich wirklich meine Texte und Bilder zweispaltig, dreispaltig oder sogar vierspaltig layouten. Nummer 4, es ist sehr wichtig, zielgruppengerecht zu arbeiten. Verschiedene Farben, runde oder eckige Formen oder eher regelmäßige oder unregelmäßige Formen, verschiedene Schriften, Bildstimmungen, das Mengenverhältnis, Text zu Bild und so weiter. Das sind alles Komponenten, die in ein Layout, in ein Design hineinfließen. Und das muss natürlich die Menschen ansprechen und überzeugen, die man mit seinem Design gewinnen will. Also zielgruppengerechtes Designen ist sehr, sehr wichtig. Immer die Zielgruppe im Auge behalten. Nummer 5, Kontraste. Kontraste erzeugen Spannung und lockern ein Layout auf. Je nachdem, ob ein Layout eher subtil und leise wirken soll oder schrill und auffällig, kann man mit extremeren oder mit sanfteren Kontrasten arbeiten. Wobei ich es wichtig finde, dass man sich auf einen Kontrast beschränkt. Zum Beispiel, man kombiniert eine Handschrift mit einer serifenlosen Grotesk-Schrift. Das ist ein sehr lauter, schriller, auffälliger Kontrast. Betrifft aber nur die Schrift. Nummer 6, Wiederholungen. Wiederholungen im Layout schaffen Orientierung und tragen zu einem positiven Leseerlebnis bei. Wiederkehrende Elemente können zum Beispiel sein Überschriftenbalken an einer gewissen Stelle oder große Letter, große Buchstaben, die an einer imaginären Kraftlinie im Magazin hängen, immer an einer bestimmten Stelle, oder Bildsequenzen, die immer an einer bestimmten Stelle angeordnet sind. Also wiederkehrende Elemente sind einfach sehr positiv für die Orientierung und für einen positiven Lesefluss. Nummer 7, Bildschirm versus Druck. Wenn man auf einem Bildschirm etwas designt, was später dann in gedruckter Form verwendet wird, macht es Sinn, einen Testdruck anzufertigen oder auch zu Hause auf dem Office-Printer auszudrucken, weil gedruckt wirken die Dinge oft ganz anders wie auf einem Bildschirm. Das ist wirklich wichtig. Vor allem Schriftgrößen oder Farbkontraste kann man im Druck viel besser beurteilen als auf einem Bildschirm. Einer der wichtigsten Design-Tipps überhaupt, wenn man glaubt, das Design ist fertig, unbedingt eine Nacht drüber schlafen. Mit frischem Blick sieht man die Dinge objektiver und jeder Designer braucht auch ein bisschen Abstand zu seiner Arbeit, um am Ende gute Qualität abzuliefern. Mit frischem Blick ausgeschlafen sieht man die Dinge objektiver, wie wenn man den ganzen Tag mitten im Design-Job drinsteckt und man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Auch wenn, wie vorhin schon erwähnt, Kontraste grundsätzlich eine sehr positive Sache ist, so sollte man aufpassen bei der Schriftmischung. Man sollte nie zu viele komplett unterschiedliche Schriften wild miteinander mischen, sondern maximal 2 oder 3 verschiedene Schriften verwenden und Schriften verwenden, die viele verschiedene Schnitte haben, zum Beispiel Fett, Kursiv und so weiter. Man sollte sich auch bevor man mit dem Layouten beginnt, überlegen, welche Schrift ganz konkret wofür verwendet wird. Das ist ganz, ganz wichtig und nicht einfach anfangen, irgendwas zu designen und am Ende überlegt man sich dann, ach, das mache ich jetzt fett und diskursiv. Also wirklich vor dem Layouten sich überlegen, welche Schrift und welcher Schriftschnitt wird wofür verwendet. Ich arbeite hier sehr gern mit der Typografie-Matrix nach Wolfgang Beinert aus Berlin. Die hat sich in meinem Designalltag wirklich sehr bewährt. Und zum Schluss noch ein Tipp ganz speziell für Werbesujets, für Inserate, für Anzeigen. Vor dem Layout muss schon klar sein, was die Kernaussage ist. Der Call to Action, es muss eine klare Handlungsaufforderung geben bei einem Werbesujet. Zum Beispiel will ich, dass jemand auf einen Button klickt, will ich, dass jemand eine Telefonnummer wählt, um einen Termin auszumachen, will ich, dass jemand ein Event-Ticket kauft. Und diese eine Handlungsaufforderung, diese eine Call to Action muss entsprechend prominent designt sein im Werbesujet, im Layout. Hat Ihnen dieses Video gefallen? Wenn ja, dann würde ich mich über Kommentare freuen und auch wenn Sie es teilen. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.